dancing like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant, I'm always in bloom for you, always in bloom. Times I've stranded, a castaway on unknown shores. Of those stranger in this content, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom. Oder guten Tag, wir haben schon fast, ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es überhaupt? Ich muss direkt mal gucken. 11. Also, ja, ehe ich immer hier so wegkomme, das dauert. Ja, ehe man alles so gewurstelt hat und sauber gemacht hat, mit dem Hund Gassi gegangen, die Morgentoilette gemacht hat, gefrühstückt und aufgeräumt und sauber gemacht. Oh. Ja, eigentlich wollte ich mich ja gestern mit Monika und Ehrenfried treffen, aber das ist irgendwie total schief gelaufen, weil die beiden standen an einem anderen Stellplatz und ich habe natürlich auch erst relativ spät aufs Handy geschaut, weil ich unterwegs gewesen bin. Und schrieb Ehrenfried, bist du schon da? Ich sage, ja, ich stehe am Stellplatz. Und wo seid ihr? Ja, auch. Also da waren die am Stellplatz am Bollwerk. Und das ist halt nur ein Parkplatz. Und ich war hier an dem Stellplatz an der Marina. Ja, ich meine, ich wollte mich zwar mit den beiden treffen, aber ganz genau geplant hatten wir nicht. Und ich stelle mich also ungerne wirklich als Frau alleine auf dem Parkplatz. Da, wenn mehrere dastehen, wenn, dann ist okay, aber alleine, das mag ich nicht so sehr gerne. Da gehe ich dann doch lieber auf den Stellplatz. Naja, und so hat sich das halt eben, gestern haben wir uns verfehlt und der Ehrenfried kam dann aber Nachmittag her und da haben wir noch ein Pläuschchen gemacht, das war schön. Und die zwei sind jetzt schon wieder unterwegs Richtung Rostock, ja, schade. Aber ist halt so, kann man nicht ändern. Und ich wollte auch gerne auf diesen Stellplatz ja, weil hier angrenzend das Naturschutzgebiet ist. Und da bin ich dann gestern Abend nach dem Abendessen auch noch hingelaufen, aber leider kann man da sehr schlecht fotografieren, weil überall ein Zaun davor ist. Das ist noch nicht mal das Problem, der Zaun, weil die Kamera kannst ja drüber halten oder wie auch immer, das kriegt man hin. Aber es sind ganz viele Bäumchen, die dort sind. Kleine junge Birkenbäumchen und Sträucher und du hast keinen richtigen Blick auf dieses schöne, wunderschöne Naturschutzgebiet hier. Und dann sagte der Stellplatzwart, man könnte dann 1,5 Kilometer laufen, da würde so ein Hochstand kommen. Also ich glaube, das waren mindestens 2 Kilometer und der war immer noch ein Stück entfernt. Und da es dann schon also dunkel wurde und die Sonne am Untergehen war,
bin ich dann umgedreht und habe mich auch so beeilt, noch einen Teil gejoggt bis hierher, damit ich hier ankomme und noch schnell den Sonnenuntergang fotografieren kann. Und was ein Glück, habe ich mich so beeilt, weil es wirklich war eine sehr, sehr schöne Stimmung gewesen und es sah schön aus hier. Und da war ich froh, dass ich mich dann beeilt habe und hatte meinen Abendspaziergang sozusagen, der war erledigt. Also es war ordentlich, was ich gestern Abend gelaufen bin. Aber was macht man nicht alles für schöne Bilder, ne? Und gestern Nachmittag musste ich lachen, weil der Stellplatzwart hier dann zum Kassieren kam. Also es war total lustig gewesen. So wie ich halt manchmal so bin, ne? Hab die Tür aufgemacht und sag, ich zahle hier nur einen halben Preis, ne? Ist klar. Guckt er mich an und dann musste ich so anfangen zu lachen, weil du hast richtig an dem Gesicht gesehen, wie der sich erschrocken hat. Und dann hat er gesagt, na, was ist denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, wer so ein Wetter bestellt, da kann man ja nur die Hälfte bezahlen, oder? War natürlich ein Spaß, aber ich habe das echt ernst so gesagt, ne? Natürlich aus Spaß. Und habe dann so lachen müssen, weil der sich wirklich erschrocken hat. Das war so niedlich gewesen. Und der ist so nett, das ist ein total netter Platzwart hier, der ist wirklich cool. So bin ich halt. Ich habe einen forschen Ton. Ist auch bedingt durch meine Erziehung. Ich habe keinen Kuschelkurs-Erziehung gehabt. Das gab's bei uns nicht. Also ich kenne das nicht, Kuscheln und sowas. Also bei uns gab es klare Ansage. Meine Mutter war mega streng. Die war alleinerziehend und die war extrem streng. Und da gab es nur klare Ansage. Und das habe ich halt natürlich auch ein Stück weit übernommen. Ja, das ist halt so. Der Platz kostet 16,50 Euro inklusive Strom, dann habt ihr Wasser hier. Fähr- und Entsorgung habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, ich habe keine gesehen. Das weiß ich jetzt gar nicht, da muss ich doch mal gucken. Und aber da die ja die Boote hier auch wahrscheinlich, dass die Boote hier anlegen können, vielleicht gibt es auch sowas trotzdem hier, Fähr- und Entsorgung. Da muss ich nochmal gucken bei Park for Night. Weil das war wirklich echt schön gestern Abend hier gewesen. Also von daher, von der Lage her so nach vorne, wunderbar. Nach hinten halt die Straße. Ne? Das muss man halt ein bisschen wissen. Ja, jetzt geht's für mich weiter. Ich mache mich ab Richtung Heimat. Und ob ich jetzt durchfahre oder noch eine kleine Zwischenstation mache, das weiß ich noch nicht. Jetzt fülle ich noch mal 2 Kannen Wasser auf, dass ich ein bisschen Wasser noch habe bis zu Hause. Und dann muss ich ja zu Hause wieder auffüllen, weil ich muss ja im Wohnmobil dann duschen und auch Haare waschen, weil ich ja kein warmes Wasser zu Hause habe. Ja, eventuell fahre ich am Wochenende noch mal zum F60, mal gucken. Und weil ich kann ja zu Hause auch nicht so viel machen, putzen und so. Oh, mit kaltem Wasser ist nicht so gut und ist eigentlich auch alles noch sauber. Naja, vielleicht fahre ich da noch mal hin. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart und eine gute Zeit. Bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao.